Was in dieser Folge geschehen wird. Noch nicht? Ja, der aller Echte, man kennt ihn direkt auf Achillessehne, Digga. Digga, da noch mit der grünen Sniper, muss man sich vorstellen, ja? Digga! Ja, moin Leute, herzlich willkommen Freunde zu einer weiteren leckeren Folge. Ihr wisst ja, Lebensraubmodus am Start, der beste Modus aller Zeiten. Und ich habe heute für euch meine allererste Runde in diesem Modus. Waren richtig heftige Sniper-Kills dabei. Also wirklich, Sniper war wieder on point, on fleek. Man sagt, der allerbeste Sniper auf dem Universum. Apro RED, der allerechte. Nicht vergessen, Freunde, mein Partner, der zockt heftige Aktionen, wie zum Beispiel diese limitierten Hosen. Ich habe gerade zum Beispiel eine an. Guck mal, ja, ganz spontan habe ich gerade eine an. Hier, die Military Pants in Beige, die sieht behindert heftig aus. Guck dir das mal an. Die sind zum Beispiel alle reduziert von 70 auf 30, auf Ehre, ne? Also auch die in Khaki, jegliche Hosen hier krass reduziert. Und die sind auch limitiert, das heißt, die werden so nie wieder rauskommen. Das ist behindert heftig. Also die werden nie wieder rauskommen, limitiert, wer die hat. Jackpot ist ein limitiertes Ding. Wenn die ausverkauft sind, sind die weg und die kommen nie wieder. Guck mal hier, zum Beispiel Größe XS schon ausverkauft. Ja, ja, seid schnell, liebe Freunde. Sonst, Freunde, ihr dürft nicht vergessen, 10% auf alles, ne? Mit dem Code RED könnt ihr einfach beim Gutscheincode eingeben. Auf Ehre, checkt's auf jeden Fall ab. Viele Sachen sind da schon ausverkauft, wie zum Beispiel hier diese Hoodies in drei Größen. Freunde, checkt's auf jeden Fall ab. Erster Link in der Beschreibung. Viel Spaß mit der Sniper-Action. Let's go, das Häschen. Ich glaube, ich werde schon Baba-mäßig landen, wenn ich einfach hier rausjumpe. Digga, das war wieder eine Legendenlandung vom allerechten, Digga. Boah. Ich hätte sogar noch besser landen können. Naja, schreibe ich auf jeden Fall für mein Protokoll auf. Nächstes Mal zücken wir Fallschirm ungefähr hier. Ja, ungefähr, das sollte passen. Naja, Freunde. Digga, Lebensraummodus, Digga, geil. Das war Headset Loader, mache ich. Ich bin erstmal drin, Digga. Ohne Witz, es wird zu nice. Oh, das funktioniert immer gut, Digga. Das funktioniert immer so gut, ne? Ohne Witz. Digga! Was hast du überhaupt vorgehabt, Minion? Scheiße. Okay, diesen One. Ah. Warte, warte, warte. Okay, easy abgesaved. Guck mal, ich hab jetzt extra nicht gekillt, weil falls ich mal jetzt hier dick Schaden kassiere, durch den, was da gar nicht der Fall sein wird, dann hätte ich Dingens einen gekillt von dem, um Leben zu ergattern. Wisst ihr, was meine? Deswegen sollte man das jetzt mal so ein bisschen aufsparen. Und jetzt gucke ich, wo der letzte von denen ist. Der scheint jetzt... Der hat die Marke von den anderen geholt. Aber ich weiß gar nicht, gehörten jetzt... Nee, die gehörten jetzt, glaube ich, nicht zusammen, weil es liegen ja noch einige. Und Munitionsknappheit ist auf jeden Fall vorhanden, liebe Freunde. Wir klären das aber jetzt sofort. Oh, hier ist jemand. Ich muss sagen, die Gegner sind gerade wirklich Legende. Also so eine Gegner gerne immer öfters in meinen Lobby sehen. In letzter Zeit habe ich immer so World Cup gehabt. Digga, ich glaube, es ist einfach die Uhrzeit, Digga, die gerade viel ausmacht. Naja, Freunde, sieht gut aus. Digga, vom Ding her, man kann jetzt alle Waffen so mitnehmen, weil... Man kann sowieso kein Healing und sowas mitnehmen, das heißt, wir checken erstmal den Hasen ab. Wie ist der Bus nochmal geflogen? Ich hab voll vergessen, ich glaube, wenn wir Richtung Salty und Insel gehen, dann machen wir nichts falsch, Freunde, mit der Standardroute. Geil, Digga. Er muss aber sagen, Matt sieht nicht so gut aus, ne, aber der Modus ist einfach übertrieben heftig. Ich muss dann einfach nur auf entspannt kommen, in den Granaten mit. Ihr müsst einfach auf entspannt jemanden killen, Digga, habt einfach 200 Leben. Man bekommt, glaube ich, 100 Leben. Genau, 100 Leben bekommt man, wenn man jemanden killt. Ich finde, das ist der geilste Modus. Ohne Witz, den kann ich auch easy, sehr easy Solo-Squad spielen. Oh mein Gott. Ich habe gerade voll Paranoia bekommen. Ich schwör's euch. Der Dreckige. Von wo? Hä? Digga. Digga. Wo? Was? Wo ist... Der Dreckige. Er lasert mich weg. Er hat absolut Leben gehabt.
Digga, der Typ hat richtig ernst gemacht. Digga, der hat richtig gesweatet, weil er hat so eklig gespielt. Ihr wisst, ne? Ich habe eine absolute Schwäche gegen diese ekligen Player, die sich so ransneaken. Das ist so voll meine Schwäche, aber egal. Wir haben jetzt weniger Leben. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, durch den nächsten ein bisschen einfach mehr zu catchen. Das ist natürlich ein bisschen belastend, Digga. Aber wir klären das schon, Freunde. Wir machen das schon irgendwie. Ich würde sagen, wir pushen jetzt einfach Richtung Salty. Und dann klären wir den ganzen Hasen erstmal hier. Salty und Insel, wenn ich muss ich auf jeden Fall abchecken. Ich weiß nicht, wo soll ich zuerst hingehen? Slurptruck wurde schon rasiert, sehe ich gerade. Das heißt, da können wir auch kein Leben mehr catchen. Risky Reels sieht eigentlich auch ganz leer aus. Brauchen wir gar nicht mal absteppen. Ich werde die Granaten mitnehmen. Eigentlich ist Granaten immer ganz gut gegen Squads. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Ganz wichtig, Freunde. Klären wir schon. Granaten, oh mein Gott, 6 Stück. Ich wollte gerade sagen, Granaten werden in letzter Zeit so oft gespammt. Die gibt es auch mittlerweile so oft, ne? Digga, wie die alle rumspammen. Ich habe auch voll Dingens, ne? Materials, ich kann meine Waffen upgraden vom Ding, aber ich, meine Metz sind mir eigentlich schon gerade ein bisschen heilig. Dann wollen wir nochmal abchecken. Hat er gerade einen guten Winkel auf ihn gehabt, der ist nicht mehr, schade. Komm schon, Digga, zeig dich nochmal. Ich könnte hier Granaten spammen, aber dass sie da gut ankommen, Digga, fragwürdiger Hase. Normalerweise bin ich bin zum Granaten geht richtig gut, Digga. Schon damals bei Call of Duty immer Baba-Granaten geschmissen. Ah, okay, will seine Mates holen? Nee, noch nicht. Ja, der alle echte, man kennt ihn direkt auf Achillessehne, Digga. Verzeih mir, Bro, ich brauch Leben. Digga, da noch mit der grünen Sniper, muss man sich vorstellen, ja? Das alles noch mit der grünen Sniper, ne? Das sind die Überlebenden von Salty auf jeden Fall, das sehe ich jetzt schon. Aber da war eigentlich guter Snipe. Ist vorbei, Bro. Ist vorbei, Bro. Der 174er am Ende war schon dick auf jeden Fall. Okay, ich frage mich, ob es Fische gibt. Locker nicht, ne? Digga, die Snipes waren auf jeden Fall absolut on point. Die waren ganz wichtig, Digga. Ich merke jetzt schon, was in dieser Folge geschehen wird. Kommt auf jeden Fall absolut. So, guck mal, jetzt ist das Problem. Ich darf nicht überrascht werden von Gegnern. Das darf nie der Fall sein. Ich darf niemals von Gegnern überrascht werden. Ich muss immer den Gegner überraschen. Das ist erstmal eine ganz wichtige Meta, Freunde. Ich überlege gerade, ob ich meine Waffen upgraden soll. Ganz ehrlich, ich mache das. Ich finde eine P90 mittlerweile sehr wichtig. Also P90 ist schon eine wichtige Waffe. Deswegen würde ich die gerne taken. Blaue Sniper, hätte ich gerne auch upgegradet gehabt, aber... Ob die Mets da auch mitmachen, Digga, schwierige Sache, Freunde. Schwierige Sache, aber P90 ist absolutes Must-Have, Freunde. Ganz wichtige Sache, P90 ist mittlerweile so wichtig geworden. Ich glaube, ich mache auf Knacks jetzt einfach auch die Dings, die Sniper, ganz ehrlich. Ihr wisst mittlerweile, für mich Sniper so wichtig geworden, wie wir gerade diese zwei... Wir haben 2 oder 3 Leute gerade hintereinander dicke Sniper. Das ist mega wichtig geworden. Also ich finde Sniper absolut wichtig. Wer das anders sieht, kann das gerne anders sehen, aber... Ich glaube, die Videos letzter Zeit haben schon bewiesen, dass Sniper mit einer der wichtigsten Waffen überhaupt ist. Wichtig ist, wie gesagt, man darf sich niemals überraschen lassen, wenn man Solo-Squad spielt, Freunde. Das ist so Minuspunkt des Lebens. Hier ist eine Chest, aber ganz ehrlich, kein Bock gerade. Es gibt sowieso keine Minis oder Wegis etc. dort. Oh, hier waren viele Leute, Digga. Da muss man natürlich vorsichtig sein mal wieder. Da sehe ich keinen, das heißt, die werden wahrscheinlich dort sein, wenn da überhaupt welche sind. Da hinten sehe ich jemanden. Aber eigentlich gut, Digga. Der war eigentlich gut. So. Der wäre gut gewesen, wäre weiter gesprintet. Ich glaube, hier sind keine, oder? Scheiße. Shots on me, Bro. Das Problem ist, wenn du mir Shots gibst, Digga, ich kann mich gar nicht healen. Ah, okay, der war nicht so gut, muss ich zugeben. Dann gehen wir mal näher ran. Wollen wir ihn pushen? Er ist alleine, Digga. Das kriegen wir in easy One-on-One-Situation. Machen wir, machen wir. Zone ist schon ein bisschen weiter weg, Digga. Es gibt auch irgendwie keine Boote, ne? Ich habe bisher nicht mal ein einziges Bötchen gesehen. Wir klären das jetzt. Ich hoffe, dann kommt mir entgegen, der kleine Go. Ah. Ich sehe den gar nicht mehr. Der ist schon weiter gedüst, weil er merkt, Zone-Druck ist real, glaube ich. Ich werde aber versuchen, dennoch den kleinen Go zu holen. Oh, habe ich gerade irgendwas gehört? Nee, ne? Wo ist denn der Typ jetzt hin, Digga? Ist er so schnell verschwunden? Oh. Ja, Digga, das machen wir wieder ab, oder AD wird merkt schon wieder komplett. Ja, versuch dich mal zu healen, geht ja gar nicht. Der wird wahrscheinlich versuchen zu flüchten, Freunde, aber ihr kennt ja alle ApoID, ne? Ihr kennt mich ja schon mittlerweile alle ganz gut. Ich lass niemanden flüchten. Ich lass niemanden flüchten, Digga. Da bin ich immer voll hinterher. Digga, ich lass dich nicht flüchten, Mignon. Ey, mein kleiner Ghoul-Freund. Pistol, absolut unterschätzte Waffe, absolut unterschätzt. Ich bin der beste Spieler auf dem Universum, gerade nach dem Shot. Nach dem Shot war, glaube ich, der absolute Beweis wieder ready. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Muss mal aufpassen, Digga, weil ich war ja gerade ein bisschen laut.
Das heißt, Gegner könnten jetzt versuchen, mich zu pushen. Ich muss erstmal in die Zone reinsteppen. Ich habe goldenen Spaß 12 bekommen. Digga, wie geil. Es gibt noch voll viele Gegner, muss ich zugeben. Es gibt auch keine Pilze oder wie, ne? Ich habe bisher auch keine Pilze gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht wurden die schon alle getaked, Digga. In dieser Situation, in diesem Modus, Digga, spielen die Leute schon ein bisschen sneaky und vorsichtig. Ich muss aber echt aufpassen, Digga. Digga, ich bin voll drin im Game, Freunde. Ich schwör's euch bei Gott. Das ist meine erste Runde gerade, ne? Meine erste Runde des Tages und meine erste Runde des Modus hier. Deswegen, ich bin jetzt nicht so eingespielt, aber ich muss jetzt, Gott sei Dank, jetzt keine heftigen Baubuilds machen, weil ich die Gegner schon alle mit Sniper alle gefetzt habe, gefühlt. Slappy Swamp, da wird wahrscheinlich was los sein, da wird wahrscheinlich der eine oder andere Hase kommen. Wir gucken erstmal hier die Gegend ab, ob hier noch was los ist. Metz haben wir erstmal so Pi mal Daumen genug. Ich finde, man kriegt relativ wenig Metz hier, aber wir klären das Ganze schon. Waffen! Tut mir leid für die ganzen Paletti, ist ja gerade richtig wehgetan. Waffen tut weh, Freunde. Waffen sind zu heftig. Ja. Ja. Apo-ID, Digga, was soll ich noch sagen, Digga? Apo-ID ist einfach mal der brutalste Spiel auf dem Universum mal wieder, wirklich. Was soll ich sagen, Digga? Also, es ist ja schon too much, was hier gerade passiert. Ah, Digga, Holz ist auf jeden Fall wieder ganz lecker vorhanden. Der Typ war auf jeden Fall ganz fleißig hier unterwegs. Gefällt mir ganz toll, Digga, muss ich sagen. Oh mein Gott, man kriegt da voll die Metz. So. Dann, ich habe irgendwo Granaten gesehen. Oh, da. Oh, shit, die Sonne kommt. Schnell die Granaten mitnehmen und abhauen. Schnell. Oh, ich habe ja genug Granaten. Oh, okay, komm. Digga, wie viele Granaten noch hier rumliegen, ne? Übertrieben nervig, muss ich sagen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Immer keinen Bock, mit Granaten vollgespammt zu werden. Das ist auch das Geile, ne? Also, wir haben auch oft Gegner gar kein Leben. Rocket Launcher, Digga. Ich würde sagen, schon ein bisschen gefährlicher als Granaten. Die kann man natürlich ein bisschen vielseitiger einsetzen. Wobei Granaten-Spam auch immer keine schlechte Sache ist. Wir haben nicht mal so viele Gegner, Freunde. Ich denke, viele sind auch einfach mal solo unterwegs, weil wahrscheinlich deren Mates gestorben sind. Was soll ich nur sagen, Freunde? Trefferquote wahrscheinlich wieder 40% Minimum, Digga, so wie es aussieht. Absoluter Komplette. Was soll ich noch machen? Digga, du kannst mich nicht treffen. Ich bin Apo-ID, Digga. Ich hab das Movement-Spaß. Okay, wo war der kleine Co? Da hinten. Ich hab gedacht, der wäre drauf, ne? Der war eigentlich schon gut getimed. So, lass mal gucken. Wir haben noch drei Gegner. Ich werde versuchen, jetzt einfach alles zu pushen, Digga. Ohne Witz. Wir haben ja schon so gut gespielt. So souverän, Digga. Da würde ich auf jeden Fall jetzt nicht mich zurückhalten, sage ich euch. Da werde ich mich nicht zurückhalten. Wir werden erstmal versuchen, die Typen vor uns zu pushen. Waffen sind alle nachgeladen, das ist schon mal wichtig, das muss man immer abchecken. Okay. Wo will er hin? Wo will der kleine Go hin? Wo ist er? Er geht wahrscheinlich straight in die Zone rein. Er ist wahrscheinlich da in diese Base reingegangen. Diese kleine Base, da ist wahrscheinlich auch nicht, da ist er wahrscheinlich nicht alleine. Kann man seine Waffen upgraden? Digga, es ist unglaublich, Freunde. Es ist unglaublich, was du Snipes wieder in dieser Runde gemacht haben. Es ist wirklich, Digga, ich bin wirklich behindert, Digga. Ich habe Knacks bekommen mit Sniper. Er ist AFK. Er ist AFK die ganze Runde lang wahrscheinlich. Nein. Nein. Drei. Warum? Hä? Er hätte mir wenigstens den Kill gönnen können. 37er Prezi, 17 Kills, eigentlich 18 mit den letzten, den hätte man uns gönnen können, Digga. Geile Runde, übertrieben heftige Snipes, kranke Snipes-Runde. Das waren wirklich unglaubliche Snipes, da war wirklich fast jeder Sniper-Shot drauf, fast jeder Sniper-Shot. Geil, Freunde. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und wenn euch die Sniper-Action gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. War ein richtig geiles Gameplay. Und Digga, ich bin absolut überrascht. Also die Sniper-Skills haben sich sogar improved. Ich dachte, da geht nicht mehr, aber es hat sich improved, Freunde. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Der Allerechte.